In diesem Video ziehen wir uns unseren Handschuh aus. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen, um dich sinnlicher, schöner und selbstbewusster zu fühlen. Und ja, wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag live via Zoom. Mehr Informationen dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung und anmelden kannst du dich hier an diese E-Mail-Adresse, die ich dir hier einblende. Okay, dann ja, in diesem Video jetzt hier ziehen wir uns unseren Handschuh aus und die Tanzkombination, die wir dafür tanzen, zeige ich dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir wieder gemeinsam mit Musik. Los geht es! So, das ist die Tanzkombination. Ich ziehe mir jetzt meinen Handschuh wieder an und dann erkläre ich sie dir, die Kombination Schritt für Schritt. Okay. So, es geht los. Wir stellen uns in eine elegante Pose. Dazu drehen wir einmal die Füße 45 Grad nach außen, so in die Diagonale des Zimmers. Und jetzt stellen wir ein Bein auf. Ja? Und ja, du richtest dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das heißt, du bist hier schön offen und fällst hier nicht so zusammen, sondern machst dich hier schön groß, stolz, dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Jetzt nehmen wir die Hände in die Hüfte und wackeln jetzt einfach fünfmal mit der Hüfte. Also 1, 2, 3, 4, 5. Anschließend machen wir eine Pose. Dazu nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Wir fangen an mit dem ersten Arm. Schau deinem Arm dabei hinterher. Stell dir vor, du hast den schönsten Arm der Welt. Und ja, wenn der Arm oben ist, lass die Schultern unten. Also die Schulter kommt hier nicht hoch zum Ohr, sondern die Schulter bleibt unten. Und ja, deine Hand ist schön gestreckt. Das Ganze jetzt mit dem zweiten Arm. Bei dem Arm hinterher schauen, das ist der schönste Arm der Welt, Schulter unten und hier die Hand schön gestreckt. Und diese Pose hältst du jetzt für 2 Sekunden. Jetzt streicheln wir uns über unsere Arme. Wir fangen an mit dem ersten Arm. Und auch das machst du richtig schön, genüsslich. Für dich, das sind die schönsten Arme der Welt. Genau. Und jetzt nimm die Arme wieder nach unten. Pack sie hier auf die Hüfte, um jetzt wunderschöne Grinds zu machen, also diese schönen weichen Bewegungen. Es geht los. Genau, das sind diese weichgeschmeidigen, ja, sogenannten Hüftachten. Das heißt, du kannst dir hier vorstellen, du hast hier 2 Stifte an der Hüfte und malst unten auf den Boden eine 8. Das ist so die Idee der Bewegung. Und um diese Bewegung noch weich und geschmeidiger zu bekommen, also dass sie noch fließender wird,
stellst du dir vor, du hast Wasser in deiner Hüfte. Und genau, mach das richtig schön genüsslich, nur für dich. Denk jetzt nicht daran, was hier irgendein Arbeitskollege jetzt von dir denken würde, wenn er dich so sehen könnte. Ja, das ist egal, mach das hier wirklich für dich, genieße das. Und wenn du noch mehr Burlesque mit mir tanzen möchtest und dich sinnlich und schön und selbstbewusst zu fühlen, dann komme gerne am Donnerstag in meinen Online-Kurs live via Zoom. Wie gesagt, die Informationen findest du hier unten in der Videobeschreibung. Genau, also das sind hier unsere Grinds. Und als nächstes laufen wir 3 Schritte nach vor. Also 1, 2, 3. Stellen uns wieder in eine schöne Pose und präsentieren jetzt unseren Handschuh. Ja, also wenn wir einen Handschuh ausziehen, dann geht das Ganze immer in 3 Schritten. Der erste Schritt ist Handschuh präsentieren. Der zweite Schritt ist Handschuh ausziehen und der dritte Schritt ist Handschuh wegwerfen. Ja, also jetzt präsentieren wir unseren Handschuh, indem wir ihn einmal mit einer großen Bewegung so vor unseren Körper führen. Jetzt nehmen wir den Handschuh vor unseren Körper, nicht zu hoch und nicht zu tief und achte hier so auf ein gerades Handgelenk. Also lass hier nicht so die Hand hängen, ja, sondern hier schön gerade. Und jetzt ziehen wir Finger für Finger den Handschuh aus. Also 1, 2, 3, 4. Wir ziehen immer nur ein bisschen. Und jetzt ziehen wir ihn ganz vorm Arm und um den Handschuh besser zu kontrollieren, damit er uns jetzt hier nicht gleich runterfliegt, öffnen wir jetzt die Hand im Handschuh. Ja? Dann können wir ihn so ja leichter abziehen und er fällt uns jetzt hier nicht einfach so runter. Genau, jetzt hier noch ein bisschen so Spannung. Und jetzt zum Schluss nochmal rumwirbeln mit dem Handschuh. Wir verabschieden uns von dem Handschuh, werfen ihn weg und machen eine Schlusspose. Genau, das ist unsere Handschuh-Choreografie und ja, ich ziehe mir meinen Handschuh wieder an und dann tanzen wir das Ganze nochmal gemeinsam mit Musik.